So, liebe Leute, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen erkundigt. Es ist so, ich werde jetzt ein Buch schreiben. Ein kleines, aber feines Taschenbuch. Das heißt One Love. One Love und es hat 12 Etappen. Das wisst ihr vielleicht. Da kommen Fotos rein. Ich habe schon einen Verlag wahrscheinlich. Und dann werden wir sehen, was ich da von 700 Seiten Blog veröffentliche. Das sind ja in DIN A4 Seiten, das ist ja noch viel mehr, aber das ist gedrungener im Papier. Ich denke mal, ich komme so auf 180 Seiten. Oder 182 oder 84. Ich weiß es ja nicht genau, was sich jetzt, wie sich das noch ändert. Ich habe jetzt die Kapitelchen, die habe ich schon, auf One Love, auf dem Blog doppelfreund.de. Ich wiederhole doppelfreund.de. Und es war heute interessant. Ich habe heute die 7-Stunden-Sendemarathon von 2012 nochmal durchgehört. Es kam einem neu vor, da, manches. Also ich habe das immer noch nicht ganz, also alles kannst du gar nicht überblicken, was sich da in 7 Stunden alles darstellt. Na, das ist auf Weltenbau.cracker.eu Weltenbau.cracker.info Info. Sind die 7 Stunden zum Download bereit? Den Bau. Punkt. Und ich gehe es mal ein. Und dann gehen wir auf OneLove. Punkt. Info. Ja, ich bin heute übrigens hier mit dem Stab am Start. Na, der bringt mir Glück. Ich habe damit den Eindruck, ich spüre manchmal, wie er mich erbaut. Ja, das ist jetzt nicht die Erbauungszeichen, ist mir jetzt nicht da drauf, aber man muss ja auch mal das Triangular, ja, das ist halt auch drauf. Ne? Und ja, mit dem bin ich hier, ne, am Starte. So, und jetzt habe ich ja Zeitenwende 2012, Sendemarathon, Götterdämmerung, Download. Der Welterhalter Sendemarathon. Zeitenwende, Weltenbau, Fazit nach Sendenmarathon. Und jetzt schreibe ich ein kleines Buch. Es wird die Heldenreise sein. Ne, die klassische Heldenreise. Ja. Ja, schön ist was anderes, ne? So. So, das ist jetzt hier die Open Source Community mit Chromium. Warum Chromium? Weil Chrom war nicht gut bei der Entwicklung ans Werkstoff. Ne? Und da haben sie gesagt, na, Chromium. Open Source hat übernommen. Ne? Und Edge, meine ich sage, ja, warum heißt das Edge? Was? Edge, das ist der Rand, ne, von irgendwas. Ne? Das geht jetzt gerade, meinen Blog nicht darzustellen auf Edge. Ne? Musste ich rüber. Ich mache das gerne im Doppelgang. Ne? Also auch sichert eure Daten. Erst gehen die Symbole dann die Länder. Erst gehen die Künste und wer weiß, was da noch weg ist. Also eure Lieblingskünstler und Freunde und Lieben und Verwandten und was da euch wert ist, das ja, sichert am besten doppelt von euren. Es müssen nicht viel Daten sein, aber die echten Gewinner, ne? Die haben am Lebensende manchmal nur Fotos. Die halten sich nicht so an Reichtümern. Na, es geht immer noch nicht. Jetzt geht es vielleicht ans Betriebssystem. Die Maus geht nicht. Moment mal. Ach, ich gehe jetzt mal rüber auf den Chromium. Das ist ja ein Klick. Und dann, jetzt hat wieder eine das gehört. Die will wieder was schädigen. Ja. Ja. Ich habe da diese Gutwortdatei. Ne? Die ist bis sonst wo. Jetzt die Methode, die ist zuverlässiger als Heldenkämpfe, welche Follower nach sich ziehen. Die hatten ja bis auf andere Planeten waren wir als Helden, ne, gesessen. Das ist so, ne? Habe ich beobachten, also so beobachten dürfen, ne? Damit halt die Leute sich
um einen sammeln und das Konzept des Lebens dann noch befinden für schön. Ne? Musste es so Menschen geben, die man hinterher stapft. Und muss es vielleicht weiterhin. Ne? Also zu viele Helden brauchen wir auch nicht, so viel Sand ist auch nicht wichtig für, sind auch nicht richtig, Verzeihung, für den liebevollen Umgang und stabile Worte ist die Editor-Datei eine Ergänzung. Ne? Also ich wollte jetzt das mal dazu sagen, weil ich habe das erlebt, es gab zu viele Sande irgendwo. Weil die dauernd gesagt haben, Sante, Sante, Sante. Und dann kam es lauter Sante und ob die lieb sind, das glaube ich nämlich nicht. Na, die wollten nämlich dann irgendwelche besser sein als Engel, erfahre ich wieder durch Erinnerungen. Das ist Agwaf. Ne? Der Sante ist der Held für den Priester so quasi. Na, und das ist, deswegen habe ich heute auch geschrieben, Herr El. Der El. Der Engel, ja? Und das Heer. Aber es meint eigentlich, es sollte drei. Es sollte eigentlich drei Konstellationen sein. Der Held, der Eremit und ein Engel als Team. Weil ich habe dann bei der 7-Stunden-Sendung mitbekommen, die wollen die Helden auslöschen, ne? Irgendwelche Kräfte. Und die haben mir jetzt schon gedroht. Die haben gesagt, wenn du das nochmal aufziehst mit deinen Leuten, dann schauen wir mal, dass wir dich dann wieder kriegen. Hat der eine Doktor gesagt, ne? Es ist bei dir, wenn man zuschaut, ist es wie ein Giganten ja, aufeinander. Ja, der eine schenkt dem anderen eins ein, einer taumelt, kriegt dich wieder, holt aus und schenkt dem anderen eine. Aber halt in Mengen an Menschen ausgeprägt. Ne? Das kommt mir auch manchmal so vor. Und ich wollte eigentlich mal ruhen. Ne? Ich war in den Bergen. Ne? Ja. Der musste ja wehren, der ist halt gefährlich. Ich bin Held. Ne? Ja. Und wir hatten eine Riesenfunktion in dieser Welt. Ne? Ja. Es muss ja nicht so. Ich wäre auch lieber gerne am Ferienort. Eine Auszeit nehmen. Nee, einen Ausflug machen. So, jetzt habe ich das also nochmal angehört. Die 7 Stunden, es war wirklich ein Sendemarathon, aber jetzt im Nachhinein nochmal. Es wurde jetzt woanders wahrgenommen. Das wieder woanders völlig vorbei war für diejenigen, die das dann eigentlich durch die Unterlassung gefördert haben. Die haben dann verpasst, dass wir eine ganz stabile Europäische Union haben. Deutsch, Englisch, Französisch. Die ganze Welt. Die so funktioniert wahrscheinlich. Und nicht nur eine. Und da habe ich mich bewährt. Ja, und dann haben wir Heimische hier gesagt, na du gehst hier nicht fort. Ich will auch was von dir. Ja, und dann schreibe ich hier die Lösung. Ne? Schulter an Schulter. Es muss jedem bewusst sein, hey, stille Verletzungen, wenn es gab, die man nicht sah. Und einer schon wie ich dauernd rumrennt, ich will bitte oder ich wünsche mir, dass Wichtige sagen und natürlich bewegen. Weil es kann ja den neben dir genauso treffen. Ja? Und es ist ja wurscht wer. Und deswegen habe ich ja im letzten Video habe ich ja ziemlich geschimpft. Ach Mensch, Mensch. Und da habe ich gesagt, nein, Feinde dürfen existieren. Ja, dann lernt man vielleicht auch draus. Und jeder ist jeden Tag in der Lage, sich zu ändern. Genau, jetzt speichere ich schon Fotos für mein Buch. Und ich weiß ja nicht, wie lange das geht, dass ich das in Echtzeit quasi bewahren kann. Ne? Dass euch das zur Verfügung steht. Ne? Jetzt habe ich an anderer Stelle wahrgenommen, jetzt haben ein oder andere gesagt, die haben dann ihrem Mann verbieten wollen, den Computer zu benutzen, weil der halt von uns entwickelt wurde. Ne? Das ist ja interessant. Also die Lösung ist halt das Gute bewahren. Ne? Und das sind im Zweifel dann Fotos. Vielleicht aus Schallplatte haben es vielleicht noch geschafft. Ne?
Mein, sagt man so, ne? Wir waren ja eigentlich mit dem Becher. Ich habe auch immer einen dastehen. Ne? Das erinnert mich immer an Becher. Ich bin eigentlich mit dem Becher. Weil ich vorher noch war. Das war dann die Idee, damit er, ich muss es halt immer sagen, damit der Großvater noch schön hat. Für 12 Minuten, Mensch, was mache ich da mit 12 Minuten? Ne? Das lade ich dann wieder ordentlich hoch. Hey. Ja, jetzt haben sie gesagt, jetzt bist du weltberühmt. Wie hast du das gemacht? Wie hast du denn, kam echt ein Weiter, gell? Haben sie gesagt, also du mit deinem Kapitän, 5goldzack.wahrheitssuche.org, ne, ist das. Das. Und ich habe nichts weiter gemacht, eigentlich. Ich muss euch das mal erklären. 14, weil ich sollte wieder mehr Farben wagen, weil die an anderer Stelle den Farben ausgingen. Weil ich so schwarz geworden bin und alles eingegraut habe mit dem 5-Gold-Sack. Die Kunst wirkt. Und dann, mittlerweile habe ich das Triangel drauf auf dem 5, auf dem Kapitän mit den Hauptfarben und Konstellationen, die wir brauchen. Unter. Moment. Suche ich mal her. Also es waren sieben Lieder, die Damen und die Herren ansprechen. Romantik.zip. Vom Hergang her, ne? Das war Romantik.zip. Warte mal. Wo habe ich denn das? Habe ich noch gar nicht verlinkt. Das mache ich gleich. Die sind da in der Liste Top 10 bei. Bei meiner Arbeit, jetzt verzeihe ich dir oder nicht, oder was? Wo war denn das, die romantische Ecke? Warte mal. Da sind die Fotos von der Entwicklung. Von dem Plüschgeschichtli. So, jetzt schauen wir mal wegen der Romantik.zip. Und die ist im Ordner. Moment, haben wir gleich. Ja, ich vergiss dann manchmal Sachen, ne? Es gibt ja Zeit. Also was nicht, man möchte es jetzt nicht ausformulieren. Also bei uns ist gewöhnlich bis 10 zählen und normal ein Brot, ein Messer zu haben. Was da bei uns aufkreuzen kann, das weiß man nie. Weil es gibt ja die Verortung. Ne? Und da ist was üblich, aber es gibt noch viel mehr Leben da draußen. Und das muss ich irgendwie vertragen. Also man hat dann damals gesagt, Mensch, da ist die Hauptstadt von Colossus Crassus. Und wenn die sich wieder aufregen, dann wirft sich wieder die gesamte Verluftung auf Colossus Crassus. Und dann waren die in Colossus Crassus und mir ein bisschen, ja, vorsichtig, aber konnten aber auch alles machen. Ne, gleichzeitig. Ne? Aber wenn Colossus Crassus wurde, die Luft geeiert hat, dann war die Luft wieder in Colossus Crassus und dann musste sie sich wieder aufbauen. So sage ich mal dazu, zu der Situation. Ne? Ja. So, das ist unter cracker.info/mp3/romantik.zip. Ich wiederhole. cracker.info/mp3/romantik mit K, mit K.zip. Ich werde es nochmal in woanders hinladen. Das ist, glaube ich, schon dort. Okay. Genau. Ja, ich kann es mal abspielen, was ich da denke und so. Freigeben. Das ist ja der Eintrag vom. Das habe ich verlinkt auf dem Blog doppelfreund.de. Doppelfreund.de. Ja, ich kann das jetzt öfter machen als V-Log, ne? Meine neuen Romantiklieder, hey. Aber das ist kein romantisches Foto. Da musste ich mich irgendwie wieder darstellen. Mit den Handschuhen grau-schwarz. Ich gesagt, das können wir machen, du. Ein grau, ein schwarz. Ein grau, weil das war halt in meiner Zeit lang. Ich war halt schwarzer, ne? Und jetzt bin ich mir auch grau zugetan.
Das ist übrigens auch mein Kunstwerk, mit dem angeblich ich ja, berühmt geworden bin. Ne? Da ist der Plüschwürfel jetzt unter Fernsehen. So. Ach ja. Ja, kam einer, der hat schwarz-pink angehabt, ne? Kam er zu mir irgendwo anders, ne, ins Büro. Da schaue ich ihn so an, du weißt doch genau, was das meint. Du musst ja auch nicht schmunzeln. Ja, das meint, dass du, ja, damit kein Problem hast. Und dann sagt er irgendwas, ja, wirst du sehen. Du hast damit nämlich auch kein Problem. Und deswegen hat er gesagt, deswegen hilft er mir. Dorfries besucht. Ich habe ja interne Statistik. Ne? 23 Minuten, ich weiß nicht, wer das sich hier reinzieht. Ne? Das mache ich jetzt wahrscheinlich nicht auf großartig online. Ich werde es vielleicht auf meine dann verlinken. Okay, warte mal. Das ist, das sehe ich, wie viele Mann gerade draußen. Ich weiß aber nicht, wer. Ne? Das ist das. Normal bei mir, ne? Ja. Ich habe hier mein Handinstrument, das selber gebaute. Und dann sage ich jetzt nichts weiter drüber. Aber man sieht dem was an. Man sieht dem was an. Das habe ich selber gebaut. Ja. Für. Ja, man sieht an, dass es wie es hier zugänglich auch, ne? Sagt mal einer. Ja, wenn du selber Handinstrument bauen musst aus einfachsten Mitteln und es ist dann auch noch so abgeschunden jetzt schon. Ich müsste es halt, ich hätte es halt, ich bräuchte halt eine gute Zahnlasur vorher drauf gemacht haben. Aber von dem Zweck selber, also dass es klappert, ist es ja nicht. Mindernd. So. Ja, jetzt versuchen sie wieder da irgendwas irgendwie ummeckert, Anna. Na, ich will das jetzt nicht besprechen, weil das ist auch nicht für die Massen gedacht, eigentlich. Es ist nur die Verständigung da, dass es schon Ecken braucht. Ne? Und dann haben sie in Verbrechergebieten extra versucht abzuschaffen. Ne? So, dass es noch nicht mal Schokolade mit Ecken gäbe. Also, das ist ein Quark. Ja, das passt halt einfach gut zu stapeln. Ne? Und dann haben sie die Zwischenräume irgendwo bei. Ja, gibt's. Das sind so Iglo-Gebiete, weiß, schwarz. Ohne Fenster. Wer will denn da sein? Ich will jetzt nicht sagen, die kriegen mich ja mit vielleicht, dann, dass die wieder morgen da sind. Ne? Ich mache jetzt das mal zu. Ne? Ihr könnt euch da durchlesen. Ich will das nicht weiter kommentieren. Weil das ist eigentlich was, was sich langsam entfalten soll. Ne? Manches. Ne? Das verstehe ich auch. Ja. Ja, der aktuelle 5-Goldsack ist mit Triangular. So, jetzt fällt mir tatsächlich nichts weiter ein. Auf jeden Fall konnte man dann da sehen, da geht es ja zu. Ne? Aber jetzt. Man möchte sagen, also eigentlich ja, hat man dem Ding angesehen. Irgendwie habe ich das schon mal gesehen, woanders. Jetzt fällt es mir ein. Ne? Toll. Ja, das ist ja. Also, was der durch hat, um sich sowas einfallen lassen zu müssen. Naja, die haben jetzt ja versucht, mich auszulöschen. Ne? Das war ja, hat ja die eine zugeben. Und dann haben sie noch auf schön getan. Ne? Unglaublich, unglaublich. Ja. Ja, ich habe es ja gesagt. Also ich.